Hallo! Dieses Video ist für dich, wenn du Sportler bist, Trainer bist oder ein Elternteil von Sportlern und dich für mentale Themen interessierst. Und es geht bei diesem mentalen Impuls um das Thema, warum du Scheitern mit einkalkulieren solltest. Ich bin übrigens Ute Stangastinger vom Mentalhaus und das ist ein Video aus meiner Serie Mentale Impulse. Ja, wie ich schon sagte, Scheitern mit einkalkulieren. Warum mir das so wichtig ist oder warum ich dir diesen Impuls gerne mitgeben möchte? Ich erfahre immer wieder in meinen Coachings, in den Gesprächen mit meinen Kunden, die natürlich alle sehr, sehr ehrgeizig sind, sehr diszipliniert sind, große Ziele haben, dass alles nach Plan laufen muss, dass natürlich es auch wichtig ist, dass sie Ziele haben, wie zum Beispiel, ich möchte an der deutschen Meisterschaft teilnehmen, ich möchte einen neuen Rekord laufen, ich möchte zur Juniorenauswahl mich qualifizieren. Und dann passiert irgendwas, dass dieses Ziel nicht erreicht wird. Zum Beispiel, es kommt eine Verletzung, ich schaffe die Qualifikationsnorm nicht, ich werde nicht berücksichtigt vom Trainer, weil meine Leistung nicht stimmt oder ich bin in Corona-Quarantäne, was auch immer. Und diese Sportler fallen dann oft in ein, ja, schon etwas größeres Loch. Ja, sowas wie, das darf mir nicht passieren, ich darf auf gar keinen Fall scheitern, weil dann werde ich meine großen Ziele nie erreichen. Und ganz ehrlich, das ist totaler Quatsch. Was nämlich passiert ist, wenn du glaubst, du darfst nie scheitern, dann machst du dir selber enormen Druck, weil du Erwartungen an dich hast, die du niemals erfüllen kannst. Und schau dich mal um, vielleicht hast du ein Vorbild oder kennst in deiner Sportart einfach Sportler, die ganz Großes erreicht haben. Schau dir mal die Biografien dieser Sportler an. Haben die nie irgendetwas erlebt, wo sie auch mal gescheitert sind, wo sie mal ein Ziel nicht erreicht haben? Doch haben sie, und zwar alle durch die Bank weg. Und ist es nicht genau so, dass man aus diesen Erlebnissen, aus diesem vermeintlichen Scheitern einfach den größten Nutzen daraus ziehen kann? Weil das bringt den Wachstum für dich. Natürlich nicht im Moment der Niederlage des vermeintlichen Scheiterns, sondern oft erst danach. Was ich dir einfach mitgeben möchte in diesem Impuls ist, verstehe oder akzeptiere, dass Scheitern eine Option ist. Ja, wenn du antrittst, um in diesem Jahr deutscher Meister zu werden, super. Wenn du es aber nicht schaffst, dann bist du in deiner Welt vielleicht gescheitert. Ja, dann ist auch Scheitern eine Option. Und ganz ehrlich, wenn du das vorher schon annimmst und vorher schon einkalkulierst, dann schraubst du den Druck um ein Vielfaches runter. Ja, du wirst einfach wissen, ja, es kann auch schief gehen. Und dann sind die Erwartungen vielleicht nicht ganz so hoch, du machst dir weniger Druck und du kannst viel freier in den Wettkampf gehen. Verstehst du, was ich meine? Ja, also bitte, denk mal drüber nach, dass für dich auch Scheitern einfach eine Möglichkeit ist, eine Option ist und du bist deswegen nicht wirklich gescheitert. Okay? Schau dir gerne weitere Impulse an auf Instagram, YouTube, wo immer du mir folgst. Alles Liebe, alles Gute, viel Erfolg und mit mentaler Stärke punkten. Ute Stangastinger.